Was geht ab, meine lieben Damen und Herren? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Georg TV. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Und bevor du jetzt gleich dir denkst, was ist los? Ja, wir haben es geschafft, irgendwie dieses Video jetzt zu gestalten. Es geht darum, dass ein paar Abonnenten mir privat auch auf Instagram geschrieben haben. Ey George, ey Georg, ey mein lieber Freund, egal jetzt, was die genau gesagt haben. Aber die haben mir gesagt, Bösemann hat sich geäußert über den Farid Bang, also Diss-Track oder Skandal, wie man es so nennen möchte, denn er hat telefoniert und es wurde halt kurz aufgenommen. Ein kurzer Teil von einer Aufnahme am Telefon, wo Bösemann telefoniert hat, und er konnte anscheinend die gestrige Nacht auch nicht schlafen. Das Ganze findet man unter Mox seiner Instagram-Story. Und der eine oder andere kennt mittlerweile schon Mox. Ich habe etliche Videos über den gemacht. Der hat mich eine Zeit lang auch blockiert gehabt. Ich halte nicht viel von dem Typen. Mir ist es auch egal. Nur einige haben mir gesagt, bitte reagier drauf und sag deine Meinung dazu oder guck dir mal das Video an. Und ich denke mir, okay, ich weiß noch nicht ganz genau, was los ist. Ich habe gesehen, Mox hat einige Stories drin. Natürlich, ja, er war jahrelang Farid Bangs Beute und er wurde beleidigt in den Songs und irgendwann wurden die Friends, woo, von ungefähr einem halben Jahr oder einem Jahr, und ja, seitdem halt Besties, ja, genau. Und jetzt gibt es in der Story anscheinend irgendeine kleine Aufnahme, wo Bösemann sich äußert, beziehungsweise kurz was sagt. Es ist nicht lange, aber es ist kurz, und deshalb, meine lieben Damen und Herren, gucken wir mal kurz rein. Ganz kurz, Eigenwerbung, das ist mein Instagram-Account, ich würde mich mega freuen, wenn ihr darauf guckt und mir vielleicht ein paar Abonnenten oder Likes oder sonstiges gibt, ja. Am besten natürlich, ich weiß, ihr seid gerade am Warten, wo ist die Aufnahme, aber guckt euch das mal an. 138 gefällt mir, machen wir doch die 150 voll. Seid doch lieb. Okay, jetzt haben wir genug gebettelt. Jetzt schauen wir uns die Story an. Mock, da haben wir den lieben Kollegen. Okay. Gucken wir uns mal die Story an. Geh mal ganz zurück. Ich habe mir, wie gesagt, nicht alle Storys angesehen, wie ihr gerade gemerkt habt, weil ich mir gedacht habe, ich will sie gern mit euch anhören oder anschauen, damit es auch wirklich nice ist. Hier sehen wir: A storm is coming. Ein Sturm ist am Kommen. Ein Foto vom Popcorn. Er wusste von dem Ganzen Bescheid, bevor wir es wussten. Dann heute 20.30 Uhr. Werbung für unseren süßen Rosy Mosy. Übrigens, mein Handy ist aus, erstickt, Digga, die Art von dem lieben Mock. Böser Kelb, sein Ticker macht heute plus, plus, plus. Du dachtest, du wärst ein Genie. Das ist, glaube ich, die Maske, die Farid Bang in seinem Diss-Track auch anhatte. Aber bist nur ein Mösekopf. Ich hab's euch gesagt, auch gestern, als ich darauf reagiert habe. Ich hab euch deutlich genug gesagt, Sinana, Amara, Rosy, alle sind gerade so am Feiern. Natürlich auch der liebe Mocky Nocky Foki ist gerade so am Feiern. Ja. Natürlich, war klar. Und ich sehe mir mal ganz ehrlich, wir haben gesagt, wir gehen die ganze Sache neutral an. Ich bin kein Lutscher bei Ali Osman, bei Bösemann oder sonstiges. Ich bin ein neutraler Mensch. Bitte, Freunde, versteht das, ja? Ich bin neutral. Ich bin ein neutraler Dude. Aber wir sind ganz ehrlich zueinander. Farid Bang hätte es auch noch nicht anders machen können. Er hätte nur ein Diss-Track machen können und musikalisch dagegen antreten können. Es hätte nicht anders funktionieren können. Sind wir mal ganz ehrlich zueinander. Sind wir mal ganz ehrlich. Und der liebe Cash to the Mo hat einfach nur kurz 10 Sekunden bekommen, ist kurz aufs Klo gegangen, hat gepisst und dachte sich, ich bin der King of Pop. Aber sind wir mal ganz ehrlich, Leute, ja. Kurz mal 10 Sekunden genommen und ja. Okay. Warte, sorry, sorry. Okay, da fängt schon an. Was drückt da? Einige deiner Inhalte wurden entfernt. Okay, da wieder wahrscheinlich die ganze auf Instagram gesperrt. Okay, da wurde natürlich der Diss-Track online gestellt. Du bist ein dreckiges Schwein, du machst es heftig. Hier wieder gedisst, wenn vier Finger drin sind, Mexican Style, ja, so auf Ali Osman angelehnt und Schaltzentrale. Geil, wurdest von Männern geteilt. Oh, das ist jetzt die Aufnahme. Oder das, was jetzt geleakt wurde, wo Bösemann drauf reagiert. Okay. Also, da ist einiges schief gelaufen. Ich habe keine Ahnung, was da scheiße gelaufen ist. So, wenn mal scheiße gelaufen ist mit deinem Partner, tut mir leid. Ich habe tatsächlich diese Information bekommen. Aber, kein Problem, ich revidiere das auch. Nochmal, nochmal. Also, da ist
ist einige schief gelaufen. Ich habe keine Ahnung, was da scheiße gelaufen ist. Es war immer scheiße gelaufen, das mit deinem Papa, tut mir leid. Ich habe tatsächlich diese Information bekommen. Aber. Digga! Kack. Kamera, Digga, genau jetzt! Kein Problem, ich revidiere das auch. Irgendwas ist schief, aber er redet am Telefon, hundertprozentig wusste er nicht, dass er aufgenommen wird, hundertprozentig. Ja, man merkt doch, er ist irgendwie außer Atem oder er ist gerade irgendwo unterwegs oder irgendwas am Machen, keine Ahnung, aber er sagt irgendwie, es ist irgendwas schief gelaufen, ich muss jetzt schauen, wie das läuft, wie das funktioniert. Also ich glaube oder ich vermute, der liebe Bösemann macht gerade privat einiges oder auch hinter den Kulissen, was wir gerade nicht wissen. Wir denken sich wahrscheinlich, er chillt gerade irgendwo oder redet ein bisschen, nein, der macht gerade was. Ob er gerade ein neues Video gestaltet oder ein Statement ballert oder sonstiges, das wissen wir nicht, Freunde. Bösemann ist aber kein dummer Mensch. Er wird definitiv ein Statement ballern und viele Sachen erläutern oder äußern. Und ich finde, wir sollten dem Ganzen auch eine Chance geben. Wir haben Farid Bang seine Sache gesehen oder seine Seite gesehen. Musikalisch andere Liga. Wir haben schon deutlich gesagt, der Typ ist musikalisch begabt. Das hat er uns schon in den letzten Jahren gezeigt. Und jeder Mensch wartet auf JBG 4. Das heißt schon einiges. Aber wir möchten auch gerne wissen, was mit Bösemann los ist. Ja, diese kleinen Ratten da, alle, die jetzt rauskommen und natürlich so auf, weil Farid Bang den Disc rausgehauen hat. Was wollt ihr, ne? Hier sehen wir auch einen kleinen Chat, Freunde. Ich bedanke mich hiermit bei Bösemann Abi und Dennis Abi, dass ich weiterhin atmen darf. Ich habe einen Fehler gemacht, um es wieder gut zu machen. Veröffentliche ich dieses Video und bitte um Verzeihung. Dankeschön. Erinnerst du dich an deine Nachricht? Okay. Böser Kelb, ich werde dich an alles erinnern von Anfang bis Ende. Genieße jetzt deinen Pick-Moment, er wird ein paar Tage dauern. Einer der größten Fehler. Wird das dein Comeback bei Twitch? Ich werde mein Comeback auf Twitch mit dem nicht veröffentlichen. Podcast von Ali Osman und Genghis bei Blash und Boogie veröffnen. Okay. Nochmal, ich habe es, glaube ich, falsch gelesen, Freunde. Ich bin hier komplett out. Ich werde mein Comeback auf Twitch mit dem nicht veröffentlichen Podcast von Ali Osman und Genghis bei Blash und Boogie eröffnen. Digga, kann ich nicht lesen, Mann, oder was? Ich werde mein Comeback auf Twitch mit dem nicht veröffentlichen. Podcast von Ali Osman und Genghis bei Blash und Boogie eröffnen. Digga, entweder kann er nicht schreiben oder ich kann nicht lesen. Digga, aber ich glaube, er kann nicht schreiben. Wenn du auf Freund von Rockern machst und Ali Osman eine Bühne gibst für Klicks und Geld, ist da was schiefgelaufen, okay? Ihr merkt halt, das ist halt die andere Seite, ja. Es gibt die Seite von Ali Osman, Mexican Style, Bösemann, Attila und dann gibt es halt diese Seite. Vendingos neuestes Video gesehen, ich sage nur so viel, du hattest recht. Marvin hat eine Frau geschwängert, okay, da geht es wieder wahrscheinlich um was ganz anderes, okay. Ja, und hier sehen wir, das wollte ich genau meinen, Freunde. Jemand konnte da wohl nicht schlafen. Du hast einen alten Mann den Schlaf geraubt. Er muss schlafen für seinen Kampf, damit Amar ihn schlafen schickt. Und Amar hat auch diese Story dann repostet, soweit ich weiß, ja. Und man sieht halt, dass Bösemann, wenn das auch wirklich offiziell Bösemann ist, dass Bösemann Telegram runtergeladen hat oder jetzt Telegram benutzt. Ich glaube, das ist aber nicht echt, weil meiner Meinung nach oder was ich weiß, hat Bösemann auch Trauer keinen Promi schon auf Telegram verfolgt. Und das heißt, er hat schon Telegram, weil Trauer keinen Promi benutzt Telegram mit seiner Community und hat auch eine etlich große Community, ich glaube um die 40.000 oder 30.000 Abonnenten auf seiner Seite, wo er immer wieder News postet. Deshalb glaube ich nicht, dass er erst jetzt Telegram runtergeladen hat. Genau. Skandal in ja, das wieder mit Marvin. Das Skandal in Farid hat Bösemann in die Wechseljahre geschickt. Okay. Grund liegen, wieso Böse auf Farid geschossen hat. Es gab keine Abmachung. Böser Kelb wollte ein Future von Farid für Fabrian, nachdem der ihn mehrmals gedisst hat. Der hat eine Anzeige bekommen bei Bangam. Mo hat so oder so drauf geschissen. Es gab nie eine Abmachung. Mhm. Also er behauptet, Bösemann wollte ein Future mit Farid Bang. Für Fabri.
Das ist ein Song. Okay. Ja, Freunde. Also es werden die ganzen Sachen geleakt, wie ihr vielleicht merkt, und es werden die ganzen Sachen gepostet und so weiter und so fort. Ich bitte euch, meine lieben Damen und Herren, es wäre richtig nice von euch. Folgt mir auf Instagram oder schreibt mir immer wieder neue Nachrichten, wenn es News gibt. Ich würde sehr, sehr gerne Videos dazu machen und meine Meinung dazu äußern. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob Bösemann auch wirklich dann offiziell noch ein YouTube-Video macht und ja, darüber berichtet. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ansonsten war es das von mir, meine Damen und Herren. Ich küsse euer Herz für eure Liebe und eure Unterstützung auf diesem Kanal. Das ist wirklich, wirklich krank und es macht mir mega viel Spaß, wenn ich sehe, wie krass ihr am Start seid. In dem Sinne, meine lieben Damen und Herren, küsse euer Herz und wir sehen uns im nächsten Video und Peace.